Hi, ich bin zu Hause angekommen. Heute in der Früh habe ich wieder nichts aufgenommen. Und ich mache mir gerade Essen in der Mikrowelle. Kochsalat. Schaut wahnsinnig widerlich aus. Schmeckt aber unglaublich geil. Ich liebe es. Und jetzt geht's weiter mit Wäsche waschen. Ich habe jetzt noch nicht geschaut. Ich habe beide Wäscheständer in Gebrauch. Ich hoffe, da ist irgendwas trocken drauf, weil eine Wäsche haben wir ja mit dem Trockner reingehaut. Du kommst noch nicht. Du noch nicht. Du auch noch nicht eigentlich. Und ich wasche weiter, weil der Wäschekorb hier ist immer noch voll. Kriege ich eine 60 Grad? Kriege ich eine 60 Grad Wäsche zusammen? Wir haben am Sonntag ein Halloween-Shooting und ich freue mich schon voll drauf. Ich habe ein bisschen Panik, dass wir zu wenig Deko haben. Ich meine, ich vertraue der Kitty schon noch, die hat da massig davon. Aber ich hätte jetzt heute irgendwie Bock gehabt auf eine Nebelmaschine und auf Grabsteine, weil ich ja Beetlejuice machen. Ich habe mir zu meinem eigentlich noch nicht viel überlegt gehabt. Und ja, die Nebelmaschine war, ich war zwar im ersten Bezirk, weil ich dort arbeite, aber die Nebelmaschine war doch am anderen Ende vom ersten Bezirk. Und ich war so, bei dem Wetter und mit der Zeit heute keinen Bock hinzugehen. Und die Grabsteine habe ich eigentlich auf Willhaben schon zugesagt, dass ich sie hole. Und das hasse ich bei Willhaben und bei Spock auch. Sie geben Orte an, die einfach nicht stimmen. Und dann sage ich, hey, kann ich das nach der Arbeit holen? Und ich lese nur, ja, passt, ich bin zu Hause, einfach an. Und ich bin so, oh, perfekt. Und dann google ich die Adresse, die es mir geschickt hat. War das irgendwo hinter irgendeiner Siedlung gefühlt, keine Ahnung, 3 Kilometer von der U-Bahn-Station entfernt. Und ich erinnere mich, dass es sehr weit weg war und dass ich das letzte Mal mit dem Auto dorthin gefahren bin, denn in dieser Siedlung habe ich auch mal meine Lederhose für Klaus abgeholt. Und da war ich sehr froh, dass ich gefahren wurde, von meinem letzten Ex war das, weil das wirklich am Arsch der Welt war. Habe ich genug? Boah, jetzt geht's nicht. Das ist eine 60 Grad Wäsche, das passt. Ja, jetzt habe ich eigentlich gar nichts. Also so überhaupt nichts als Deko. Morgen komme ich nicht dazu, weil ich einen 12-Stunden-Stream habe. Ja. Wird Low-Deko, Beetlejuice. I'm sad. Aber ich hätte mal früher Gedanken drum machen können, aber irgendwie konnte ich mir nicht früher Gedanken drum machen. Und deswegen so, wie es jetzt ist. Aber ich habe generell ein bisschen wieder darüber nachgedacht, über das ganze Cosplay und weil ich gesagt habe, dass es doch weniger wird von den Prioritäten zurück. Ich meine, das erste Mal, dass ich gecosplayt habe, ist... Es war auf jeden Fall die Anni-Night im WUK. Und ich habe noch nicht in Wien gewohnt, weil ich bin im Zug nach Wien gefahren. Entschuldigung, das war sicher laut. Nach Wien gefahren und auch wieder zurückgefahren. So, ihr müsst wieder in die Schmutzwäsche, es tut mir leid. Und ich weiß, dass ich mit... An der Mikrowelle vorbei. Mit 19 Jahren nach Wien gekommen bin, okay? Das heißt... Ich war höchstwahrscheinlich 18 Jahre alt oder 17. Okay, sagen wir mal, ich war 18. Sagen wir mal, es war ein Jahr, bevor ich nach Wien gezogen bin. War ich 18, 2 auf 20, 10 auf 30 sind 12 und 5 sind 17. Vor 17 Jahren bin ich das erste Mal in einem Cosplay gesteckt, das ich mir auf eBay gekauft habe. Und lustigerweise war die Qualität absurd gut. Also absurd. Die Rüstung war richtig, richtig harte Rüstung. Es waren Metallteile dabei und es hat 70 Euro gekostet. Was für damals irgendwie für ein Faschingskostüm theoretisch viel erschien, aber im Nachhinein betrachtet super billig war. Und ja, 17 Jahre ist doch lange her. Dann ist nicht viel gefolgt. Und auf der Uni habe ich dann Ribbit und Nüsschen kennengelernt. In einer Vorlesung. Da hat Ribbit gerade irgendein Porn zeichnet. Ob es nicht sogar eh... War das Cloud und Sephiroth? Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher.
Und sie sind vor mir in der Reihe vor mir gesessen. Und nach der Vorlesung habe ich mich umgedreht und habe anscheinend, so erzählt sie es immer, geflüstert in ihr Ohr. Ich habe einfach nur leise nach vorne gesprochen, ja. Und habe einfach ihr ins Ohr geflüstert. Wie soll man sich denn bei was habe ich gesagt? Bei so sexy Bildern, bei so Schmutz konzentrieren können. Sehr elegant wahrscheinlich damals ausgedrückt. Und so, wie lange dauert Pflegeleicht? 1 Stunde 30. Okay. Und sie ist damals noch ein bisschen auf mich gestanden. Ich weiß nicht, ob sie realisiert hat, dass ich schwul war. Ich glaube noch nicht. Bald danach aber. Ich glaube, dann mochte sie mich noch mehr. Und dann sind wir beste Freundinnen geworden. Freundinnen nämlich, ja. Definitiv. Und dadurch bin ich zur Showgruppe gekommen. War in der Cosplay-Showgruppe. Gefühlt auch eine Ewigkeit. Und habe dort dann mit Ranma gleich begonnen. Hab die Hauptrolle gekriegt. Und das war dann der Start von Cosplay. Dann habe ich mit ihnen natürlich immer wieder in Gruppen gecosplayt. Eigentlich kaum was. Mein Kochsalat ist fertig. Kaum was alleine. Was zwar cool war, mit Freunden cosplayen ist immer geil, aber jetzt kommt das große Aber. Aber Anime, Manga geben nicht so viele geile männliche Hauptcharaktere her. Es war dann meistens irgendwie der Typ im Anzug bei einer ganzen Mädelsgruppe. Ja? Ergo, der männliche Charakter war der langweiligste, der fadeste. Und ich weiß nicht, wie viele Anzüge ich schon genäht habe. Viele. Ich hatte dann irgendwann keinen Bock mehr, Anzüge zu nähen. Und habe dann begonnen, allein was zu machen. Die Mädels, also Nüsschen vor allem, hat meine ersten Cosplays, glaube ich, was alle genäht mit Ribbit gemeinsam. Dann war ich so auf eigenen Beinen. Aber mit dem quasi, mit dem Schritt, dass ich allein was cosplay und meine eigenen Wünsche verwirkliche, habe ich dann begonnen, mich in ein ziemliches Ausmaß hineinzusteigern, weil es war der gleiche Zeitpunkt, wo Social Media auch begonnen hat. Und das war dann 2014. Ich glaube, ziemlich 2014 war dieser riesige Social Media Boom. Wenn man als Cosplayer was machen will, muss man eine Facebook-Seite machen und so weiter. Und da sind wir dann mit eingestiegen damals. Und es war irre. Also ich glaube, ich habe es eben letztes Mal schon gesagt. Da habe ich dann über Nacht 300 Follower bekommen und so weiter und so weiter. Ich war einer der ersten Männer, die es in Österreich auf dem Level verfolgt haben. Und der Level heißt jetzt nicht großer Erfolg. Ich weiß, ich bin ja niemand. Aber für damals war das schon relativ groß. Und vor allem, immer wenn ich über Cosplay rede, rede ich über Cosplay im Ausmaß. Nicht, dass man hin und wieder mal ein Cosplay macht und es kauft, sondern wirklich das verfolgt mit einem Ziel. Und auf Social Media präsent ist und versucht dort auch zu wachsen. Und da war ich damals de facto der Allererste. Und da wusste man auch nicht, mit was Social Media aufkommt. Da gab es noch kein Gerede von wegen Algorithmen oder so ein Zeug. Und man hat gemacht und man hat probiert. Man wusste, man braucht Content. Dann wurden plötzlich Fotografen relevant. Weil davor hat man sich halt selber fotografiert. Davor ist man auf der Con fotografiert worden. Man hat geschaut, dass man ein paar Fotos zusammenhascht, damit man für Animex alles hat. Und da ging es dann richtig los. Dann kamen dann diese beiden wirklich Sparten, der Hobby-Cosplayer und der Hobby-Fotograf. Fotografin. Dass ich mal nicht gendere. Und es gab natürlich viel zu wenig Fotografinnen im Vergleich zu den Cosplayern. Ich soll vielleicht mein Essen umrühren. Was dann irgendwann darin resultierte, dass jeder Fotograf, jede Fotografin ihre Backlogs hatte und begonnen hat, das Klientel quasi runterzuschrauben. Ich meine, wir haben mit Ribbit hauptsächlich fotografiert und genauso haben die anderen dann quasi ihre Grüppchen, ihre Leute gefunden, mit denen sie hauptsächlich fotografieren. Ja. Was natürlich wieder schade für die Allgemeinheit war, weil dann kam wieder keiner irgendwie an Fotos ran. Da kam auch dieser Bereich, wo man begonnen hat, Fotos zu verkaufen, was am Anfang so lala war. Dann haben die ersten begonnen, Geld dafür zu verlangen. Dann kam die Diskussion auf,
oder diese quasi Absprache. Für mich war das mehr dramatisch, weil das im Freundeskreis noch ziemlich hoch gepusht wurde mit Ribbit. Warum Geld dafür verlangen und so weiter und so weiter. Das war halt bei uns auch einfach an der falschen Stelle, glaube ich, weil wir unnötig waren. Keiner hat von uns Fotos gekauft. Es war nicht relevant. Es kam halt die Idee, okay, ich möchte Fotos verkaufen, wir gehen mal vor. Und damit ist dann, also dann haben wir auch mit Ribbit aufgehört, damals Fotos machen, das weiß ich noch. Und das wollte kein anderer Fotograf mich mehr fotografieren, weil jeder hatte da auch seine kleine Gruppe schon und ich bin dann da ein bisschen in diese Loot-Fotografie auch abgewechselt. Also ich wollte sexy Sachen machen, was für einen Mann damals auch wieder sehr selten war, was damals vor allem noch extrem verpönt im Cosplay generell war. Dann sich doch ein bisschen weiter mit sehr viel Protest geöffnet hat. Und da hat dann auch begonnen, mein Wachstum zu stagnieren. Also da habe ich dann nur mehr Follower verloren, keine mehr dazu bekommen. Das war der absolute Stillstand, wo ich dann damit später eigentlich schon wieder stärker zurückgegangen bin, wieder normales Cosplay-Zeugs gemacht habe und jetzt, keine Ahnung, fast gar nichts mehr, eine Mischung aus beiden. Aber ich habe auch keinen Fotografen mehr, der Loot-Sachen von mir macht. Da hatte ich drei an der Hand. Und die machen eigentlich alle nicht mehr wirklich Fotografie. Und jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass sich das Ganze wieder öffnet. Also in dem Sinne von, dass die Leute einfach eine Kamera in die Hand nehmen und sich und ihre Freunde wieder fotografieren. Was wiederum Fotografen, glaube ich, grob entlastet. Im Sinne von, dass so viele Anfragen kommen. Ich erinnere mich, dass Ribbit damals auch einige Anfragen gehabt hat und dann auch gesagt hat, naja, ihr gefällt das Cosplay, also sie hat kein Interesse eigentlich an dem Cosplay, das zu fotografieren, sie muss wohin fahren, da will sie auf jeden Fall Geld dafür verlangen, da haben die Leute wieder zurückgezogen, nein, sie wollen gar nichts dafür bezahlen. Und das ist dann halt diese strittige Diskussion, ab wann, wo, wie macht man es einheitlich, wie macht man es fair oder was auch immer. Und ich finde schön, dass dieser Trend jetzt wieder zurückgeht in, hey, wir fotografieren uns einfach selber, weil das auch einfach die Anfänge dann waren. Das waren damals, wo Social Media aufkam, die Anfänge, wo man sich gegenseitig einfach fotografiert hat oder auch Videos gemacht hat. Und das gibt dir selber auch sehr viel. Wenn du beide Seiten hast, und in diesem Bereich gibt es einfach nur die beiden Seiten, dann schaust du auf vieles ganz anders. Ich erinnere mich, wo ich so mein Hoch gehabt habe, wo ich schon mit ein paar anderen Fotografen noch fotografiert habe und ich picky geworden bin, was Fotos anging und ich unbedingt Bildbearbeitung haben wollte und gesagt habe, nein, ich fotografiere mit niemandem mehr, der mich nicht bearbeitet. Und da habe ich jedes Mal meine Nase zum Beispiel, das ist immer das beste Beispiel, ja, ich war einer von denen, die ihre Nase hardcore bearbeitet haben. Und jetzt, wo ich selber fotografiere, merke ich halt den richtig krassen Unterschied. Also ich wusste davor auch schon, okay, ich habe damals überreagiert und ich war da too much und hin und her, aber in meinem Kopf war es, ich kann mir nicht leisten, auf einem Bild, das ich poste, hässlich zu sein. Und man hatte dann doch nicht so viele Bilder zur Auswahl, dass man sagt, okay, drauf geschissen ist das halt so und ich poste was anderes. Na, so viel gab es einfach gar nicht. Es schaut so eklig aus, aber es ist so geil. Und man hat nicht auf das Foto per se geschaut. Und es ging nicht nur mir so, das weiß ich. Man hat einfach immer geschaut, schaue ich gut aus und der Rest ist mir egal. Die reinen Fotografen waren natürlich immer auf das gute Foto aus. Und ich habe das nie verstanden. Und ich war so, hey, wie kann man denn so bescheuert sein? Natürlich will das Model gut ausschauen drauf, ja. So, jetzt als Fotograf schaut die Welt ganz anders aus. Ne? Erstens mal, ich habe die Bearbeitung hardcore zurückgeschraubt. Hardcore. Was nicht nur Gründe hat von wegen, ich habe zu viel Arbeit, sondern auch Social Media Gründe, Body Image. Oh, wo stelle ich euch hin? Ich weiß nicht, wo ihr hin sollt. Schaut, wir gehen da rüber. Wir gehen da einfach rüber. Ich stelle euch da ab. Sondern eben um das allgemeine Körperbild, das auf Social Media vermittelt wird und dass man einfach ein bisschen mehr Ehrlichkeit zeigen sollte.
und zu seinem Körper steht. Und das war ja auch was ich selber als Model mitgenommen habe durch Cosplay-Fotografie, durch Aktfotografie, zu meinem eigenen Körper größtenteils an guten Tagen zu stehen. Daher als Fotograf bearbeite ich viel weniger, weil ich nicht mehr dieses falsche Bild vermitteln will, das ich mir selber vermittelt habe als Model, indem ich dann teilweise mit Fotografen in Videocall gegangen bin, wo er ein Foto geschickt hat und so, hey, willst du noch was anderes haben? Das, hey, willst du was anderes haben, ist manchmal so wie, hey, wie geht's dir? man hofft immer nur die positive Antwort zu hören. Und dann bin ich in Videocall gegangen und gesagt, schau, ich hätte noch gerne mein Kinn schmaler, meine Nase schmaler und die Augenringe noch mehr weg und bla bla bla. Hat mir selber nicht gut getan. Muss ich halt auch sagen, wie es ist. Und ich verstehe jetzt, wie leicht man das Augenmerk verliert aufs Model. Ich bin selber in der Auswahl, glaube ich, in einem Mittelmaß, dass ich sagen kann, ich versuche auf beides zu schauen, dass das Bild gut ist, aber auch das Model gut ausschaut. Was mir natürlich nicht immer gelingt. Denn jetzt schaue ich natürlich viel mehr auch auf das Foto, weil ich will das Gesamtkonzept verkaufen und auch jeder andere schaut auf das Gesamtkonzept. Was ein Model einfach nicht macht, zumindest ein unerfahrenes Model. Dass ich selber einfach nur hübsch finden will und zwar übers normale Maß hinaus. Daher, wenn die Leute es wieder anfangen, zurückzukehren und selber vor und hinter der Kamera zu stehen, lernen sie das hoffentlich früher, als wir es gelernt haben. Und gehen gar nicht in dieses Extrem über. Ich glaube, jeder, der mit Photoshop anfängt, übertreibt. Jeder kommt irgendwie zu diesen Overlays und haut 20.000 von denen rauf. Hat den Weichspüler im Gesicht bis zum geht nicht mehr, bis zum Anschlag. Und reduziert es mit der Zeit und findet dann seinen eigenen Stil. Ich habe meinen eigenen Stil immer noch nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Ich kann nie versprechen, ob irgendwas Gutes dabei rauskommt. Ich versuche einfach immer so ein bisschen den Farbton vom Spiel oder der Serie oder was auch immer aufzunehmen. Weil manche Fotografen wirklich, die erkennst du an gewissen Winkeln von den Fotos her, an extrem kontrastreichen, farbkräftigen Bildern. Manche gehen eher ins komplett Matte und ich wollte auch immer diesen farbigen, diesen kräftigen Bereich haben. Und dann war ich so, ich schaffe sowieso nicht, diesen einen einheitlichen Stil über alle Fotos drüber zu legen. Ich weiß bis heute nicht, wie Leute das schaffen. Und gehe viel lieber auf die einzelnen Charaktere ein und auf die einzelnen Settings ein. Final Fantasy ist zum Beispiel für mich, und da wird Masani widersprechen, nicht Happy Orange Licht. Nein, es ist Blaugrün-Schimmel-Matt. Da passen für mich auch nicht diese super kräftigen Fotos. Mag ich ja gar nicht. Und daher versuche ich diesen Stil dann zu übernehmen und habe auch immer ein Foto offen. Bei Kitty war ich auch, habe ich beim letzten Shooting mit dem Chainsaw vom Trailer Gott sei Dank ein Foto gefunden und habe versucht, von da ein bisschen die Stimmung aufzunehmen. Jetzt muss ich mir die Serie anschauen, um festzustellen, ob es wirklich gelungen ist. Ich glaube fast nicht. Aber versucht habe ich es zumindest. So, mein Essen ist fertig. I'm hungry. I'm gonna eat now. Das wird sehr verwirrend, oder? Ich glaube, ich bin selber nicht mehr mitgekommen, was ich gerade geschwafelt habe. Der Punkt ist, es ist gut, wenn die Leute einfach mal alles selber machen müssen, weil es dann weniger über die anderen jammern. That's it. And look, that's my disgusting looking food. I know. But I love it. Und das wird heute hoffentlich noch gebügelt. Ist das jetzt schon trocken? Yes. Yes. Okay, das können wir bügeln. Nice. Okay, Mittagspause vorbei. Ich bin draufgekommen, ich wollte eigentlich gestern schon die Switch anstecken, weil ich morgen 12-Stunden-Stream habe. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Bist du da? Scheiße. Wenn ich ein Switch wäre,
Wo will ich mich verstecken? Und da sind wir wirklich bei dem Punkt angelangt. Ich habe aufgeräumt und wenn ich aufräume, finde ich nichts. Ergo, ich habe eine Abneigung gegen Aufräumen. Das ist doch logisch, oder? Ich finde es absolut logisch. Scheiße. Kann ich euch beim Fernseher abstellen? Kacke, Mann. Jesus Christ. Ihr seid schwer. Okay. Bisschen schief. Wo ist mein Switch? Ich sehe hier nichts, das sind nur Scheinwerfer. Hallo? Hallo? Wo ist meine Festplatte? Okay, PS Vita habe ich schon mal entdeckt. Ich habe aufgeräumt. War ich so intelligent, das einfach alles gleich zum Kabelzeugs dazu zu tun? Nö. Doch, nein. Oh. Wait. Das ist das Kabelgedöns, okay. Oh, da ist die Switch. Boah, ich bin hardcore. Ich habe die ohne Hülle einfach da reingehaut. Kein Scharnierer, kein gar nichts. Drauf geschissen. Okay. Okay. So, jetzt müssen wir das an den Computer anstecken. Ich weiß nicht wie. So. Die Frage ist nämlich, also irgendwann hat meine Switch aufgehört, bei Verteilern zu funktionieren und ich konnte sie nur mehr in Steckdosen anstecken. Was bist du? Du bist HDMI. Das ist klar. Du funktionierst hoffentlich da drinnen. Das wäre richtig geil, wenn du jetzt einfach funktionieren würdest. Wozu war das Kabel? Bin ich... Wait. Stromkabel ist logisch. Das HDMI kommt an den Computer. Was mache ich mit dem anderen Kabel? I don't know what to do with myself. Nee. Moment, das eine kommt an den Bildschirm, das andere kommt an den Computer. So geht das. Das blaue hier nämlich. Du kommst hier rein. Okay. Yes. So. Das war Nummer 1. Nummer 2. Du kommst da rein. Ob du willst oder nicht. Alter, sack ich. Jetzt nämlich die nächste Frage. Kann ich das einfach permanent stecken lassen und kann ich zwischen den HDMI-Eingängen umstellen? Ich spiele so selten mit der Switch. Hast du Knöpfe? Tatsächlich. Quelle. So, jetzt soll ich die Quelle vielleicht aktivieren auch noch, indem ich eine Konsole reingebe. Und es macht nichts. Funktionierst du? Schaut, das Kackteil macht hier einfach nichts. Das sollte eigentlich schon aufleuchten. Oder? Oh, die Controller sind auch tot. Was, wenn ich da jetzt versuche, das Stromkabel direkt an die Steckdose anzuhängen? Na? Gut, ich glaube, es ist wieder an dem Punkt angelangt, wo es einfach generell so wenig Akku hat, dass es ganz kackegal ist, wo es dranhängt. Und das hasse ich an der Switch. Das mache ich nicht, dass es so lange dauert. Ich habe jetzt gerade noch ein Bild nachbearbeitet.
weil ich selber Candy vorgeschlagen habe, ob ich das und das noch machen soll und sie ja gesagt habe. Das fällt für mich unter die heutige Bearbeitung, okay? Weil ich will bügeln auch noch. Das heißt, diese Switch kann sich hier mal irgendwo irgendwie erholen. Wir versuchen das hier auch wegzustellen. So, du kommst darüber, du ladest. Ich sollte vielleicht die Controller auch reinstecken. Und wir bügeln. That's what we will do. Kitty kommt dann nachher noch, weil die hat mir Kisten vom IKEA mitgebracht. Keine Ahnung, wo die ist. Die sollte eigentlich schon längst wieder zu Hause sein. Und dann wird gleich Deko für Sonntag hergeschafft. So. Schau mal, wie es der Wäsche geht. Okay. Psst. Ach nee, ich habe ja keinen Wäschekorb da. Wir müssen doch zuerst die Wäsche holen. Leute, keiner von euch sagt was. Doch Gehirn wie ein Nudelsieb. Gut, vielleicht ist die 60 Grad Wäsche jetzt schon fertig. Ich glaube, es sollte es sein. Dann holen wir die, dann haben wir einen Wäschekorb, nehmen wir die Wäsche ab und gehen bügeln. Ich habe Bügeln immer gehasst. Während meiner Uni-Zeit habe ich eigentlich nichts gebügelt. Ich habe mir nur ein Bügeleisen für Cosplay gekauft. Und dann bin ich draufgekommen, hey, ach ja, das Licht geht nicht. Bin ich damals nicht draufgekommen, sondern hier. Außer einmal in Kittys Wohnung, da ging es auch nicht. Und als ich keinen Strom mehr hatte. Und habe wirklich nur meine Dienstkleidung zum Beispiel gebügelt, beim Hofer oder so. Jetzt bügel ich halbwegs gerne. Es ist nur die Überwindung anzufangen. Also bei Bügeln gilt nach wie vor, wie bei manch anderen Sachen, der Anfang ist das Schwere und dann bügel ich auch einen Abend durch. Dann ist es bei mir aber wieder so wie beim Essen. Ich lasse die letzten Bissen über. Das ist eine Krankheit von mir, die ich seit meiner Kindheit habe. Moment, ich muss euch in die Wäsche legen. Und da habe ich mir gesagt, das sind die letzten Bissen, die mich schlank halten. Und so geht es mir beim Bügeln dann auch. Wenn ich mir dann ein paar komplizierte Sachen für das Ende aufhebe, habe ich keinen Bock mehr drauf. So wie jetzt die drei Hemden, die im Wohnzimmer liegen. Und bügel sie einfach nicht. Schauen wir, ob wir es heute machen werden. Und ansonsten habe ich nur die Erinnerung. Wo seid ihr hin? Hallo? Könnt ihr bitte nicht? Hi. Ansonsten habe ich nur die Erinnerung, wie meine Mutter in meinem Wohnzimmer gestanden ist am Abend und gebügelt hat. Und zur damaligen Zeit gab es nur ORF 1 und 2. Gab es keinen anderen Sender. Dafür haben wir sehr viel auf Video aufgenommen, auf VHS-Kassetten. Und Bügelzeit war Wurlitzer-Zeit. Das heißt, wir haben am ORF, also die ORF-Aufnahme vom Wurlitzer geschaut, immer mit den gleichen Liedern, mit Jess Kitty und ich weiß nicht was und dem Clown. Wie hat der geheißen, Enrico? Bin mir nicht mehr sicher. Und ich fand das irgendwie sehr schön. Ich habe da gute Erinnerungen dran. Deswegen versuche ich mir das selber so dann aufzubauen. Das heißt, ich lege eine alte Serie ein oder irgendwas Gemütliches, sowas wie Mord ist ihr Hobby zum Beispiel. Rest in Peace, Angela. Rest in Peace. Oder was schaue ich noch? Pfarrer Braun, Miss Marple, Hercule Poirot. Irgendwas Altes, irgendwas Gemütliches. Alf. Alf ist zum Beispiel perfekt für sowas auch. Und dann kann ich den ganzen Abend bügeln. Am schönsten ist dann noch mein Freund. Mein Kopf ist abgeschnitten. Ne? Am besten wäre auch noch mein Freund da. Man kann nebenbei ein bisschen quatschen, nebenbei ein bisschen was trinken. Ja. Und dann geht's so dahin. Aber man muss halt schon den ganzen Abend einrechnen. Weil dadurch, dass ich es so selten mache, sammelt sich viel an. Ich meine, das ist jetzt einfach nur die Wäsche von gestern und wir haben immer noch nicht fertig gewaschen. Da sind immer noch zwei, drei Wäschen über. Zu denen ich vielleicht, na, am Sonntag komme ich auch nicht dazu. Ich sollte heute noch eine Wäsche waschen.
Definitiv. So, gucken wir mal. Okay, das bügle ich nicht. Ja, meine Dragon Ball Hose, die kommt in den Schrank, wie sie ist. Ja. Gut. Du kommst in den Schrank und du kommst in den Schrank. Ihr kommt in den gleichen Schrank sogar. Perfekt. Unterwäsche weigere ich mich auch zu bügeln. Du fallst unter Unterwäsche. Unterwäsche, Unterwäsche, Unterwäsche. Tschack, tschack. Das bist du, Body. Ich habe begonnen, mir Bodies zu kaufen. Hier, das ist einer zum Beispiel. Ich glaube, in Weiß habe ich den auch noch. Die haben unten auch Druckknöpfe. Und die sind speziell für Männer. Natürlich auch wieder Inkaroon Man, weil billig und cool. Warum habe ich begonnen, mir Bodies zu kaufen? Ich stelle mir selber Fragen. Toll, oder? Bald fange ich von mir an, in dritte Person zu reden. Ich habe sehr viele High-Waist-Hosen. Und mit High-Waist-Hosen habe ich begonnen, eigentlich den Fetisch zu entwickeln, dass ich meine Oberteile alle in die Hose hineinstecke. Sehr zum Leidwesen meines Freundes. Der Hass ist, der findet es fürchterlich. Meiner Meinung nach einfach nur, weil es sein Vater auch immer hatte, was er immer wieder betont. Das heißt, er schaut nicht den modischen Aspekt dahinter an, sondern sieht einfach nur seinen Vater. Ich meine, ich bin 10 Jahre älter, du hast einen Daddy-Komplex mit dir, aber egal. Und was mich dabei sehr ärgert ist, dass sie eigentlich, wenn ich mich hinsetze, Entschuldigung, und aufstehe und U-Bahn und hin und her, alles rausrutscht und scheiße ausschaut und du musst ständig richten. Und in meinem Kopf waren Bodies perfekt dafür. Oder sind Bodies perfekt eigentlich, genau für diesen Anlass, für den ich es verwenden möchte, weil sie nicht rausrutschen können. Sie bleiben, wo sie sind. Ansonsten sieht es am Penis mit raus. Das einzig Negative, es geht wirklich nur mit High-Waist-Hosen, weil, warum? Sie haben einen sehr hohen Ausschnitt. Ja, das seht ihr genau null in der Kamera. Sie haben einen wahnsinnig hohen Ausschnitt. Das heißt, bei normalen Hosen, wenn ich dann leicht anziehe, sieht man Haut. Was im Büro vielleicht nicht so geil ist. Hätte ich ein Sixpack, wäre es mir kackegal. Aber hätte ich ein Sixpack, würde ich auch mit Crop-Tops herumlaufen. Denn Crop-Tops bei Männern schaut fucking geil aus, wenn sie fucking hot durchtrainiert sind. Ja, kurzer Exkurs zu meinen, wie heißen die Dinger? Was habe ich vorher gesagt? Ich habe gerade, nachdem ich sie erklärt habe, vergessen, wie sie heißen. Diese Body-Dinger halt. Warum ich die habe. Und das ist auch meine, lustigerweise, ich habe gerade die speziellen Teile in der Hand. Das ist meine einzige kurze Hose, die ich trage. Also ich habe noch zwei andere. Eine, glaube ich, von Kipfi, die irgendwie Mr. Green nicht haben wollte. Und eine andere noch. Aber ich trage nie kurze Hosen. Und die habe ich mir diesen Sommer gekauft, weil ich was Schwules wollte. Als ob das noch notwendig wäre. Aber ich wollte die unbedingt haben. Mein Freund hat von denen, glaube ich, auch ein T-Shirt oder auch eine Hose. I'm not sure. Da habe ich die gehabt. Die kann man nämlich umkrempeln und das ist unten Regenbogenfarbe. Und die ist richtig kurz. Und das finde ich schon wieder geil. Mein Problem ist mit kurzen Hosen nicht mal meine Beine, meine kasigen, haarigen, dünnen, sondern meine Füße. Ich habe Schuhgröße 42, was eigentlich nicht groß ist, aber ich habe das Gefühl, wenn ich kurze Hosen trage, schauen meine Füße, wenn ich Schuhe anhabe, wie aus Kingdom Hearts. Also Kacke. Einfach nur Kacke. So, die kommt extra hin, weil es ist schon die Sommerwäsche. Und die Sommerwäsche kommt in einen extra Schrank. So, jetzt muss ich schauen, ob Kitty sich gemeldet hat. Nein, hat sie nicht. Oh, Osman ist online. Ach, das Spiel habe ich schon gespielt. So. Socken. Die sammeln wieder drüben. Ich will eigentlich gerade keine Wäsche zusammenlegen. Ich will einfach nur den Wäscheständer hier freikriegen. Damit wir Wäsche aufhängen können, damit wir den Wäschekorb haben, damit wir Wäsche ins Wohnzimmer transportieren können, damit wir bügeln können. Was den restlichen Abend erfüllen wird. Oh nein, das ist noch nass. No. Gut, du bleibst da. Sorry for that. Ja, die Pullis sind noch alle nass. Und das ist auch von... Bist du nicht auch Inkaroon Man? Da ist jetzt gerade nichts drinnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch Inkaroon Man ist. Es ist so ein Unterwäscheding. Ich habe das in lang schon. Und ich liebe und vergöttere es entlang, weil ich das immer so hot fand. Es gibt so viele Shootings, immer so ein bisschen den Cowboy-Stil, ne? Das heißt, man hat die lange Unterwäsche an, Stiefel offener und dann vielleicht noch einen Hut drüber oder man zeigt die haarige Brust und ein Bier in der Hand. Und ich bin so, ah oh, ja, okay, Daddy. Apropos Daddy, ich habe auch Daddy-Issues. Der hat mir das gekauft und ich mag es auch an mir.
und sehr, sehr, sehr zur Verstörung von meinen Mitmenschen. Ich glaube, mein Freund kapiert diesen Kink nicht. Ich muss mal ein paar Fotos schicken von den hotten Typen, dann macht er vielleicht die Augen zu und checkt, warum ich es anhabe. Und jetzt habe ich das Ganze in kurz gekauft. Ich hatte es noch nicht an. Ich muss es noch anprobieren. Aber das kommt dann in mein Inkaroon Man Video rein, das ich machen möchte. Wo kommst du hin? Du kommst dahin, auf den Stapel. Seitdem ich mein neues Ordnungssystem habe, ist es viel schwieriger und komplizierter, hier Wäsche abzunehmen. Aber das muss ich auch nicht bügeln. Die ganzen Inkaroon Sachen bestehen einfach nur aus Plastik, die perfekt geklettet vom Wäscheständer runterkommen. Mit was wäscht ihr eigentlich Küchentücher? Ich habe das Gefühl, meine werden nie richtig sauber, obwohl ich die mit 60 Grad reinhaue. Keine Ahnung. Und ich habe auch nie so viel, dass ich nur die Küchentücher mache auf höchste Stufe, die es irgendwo gibt. Vielleicht sollte ich das mal. Auch wenn es nur 3 Dinger sind. Und das habe ich mir auch zugelegt. Das habe ich mal in der Arbeit geschenkt bekommen von meiner Chefin, glaube ich sogar. Weil ich in der Arbeit immer duschen gehe. Ich liebe es, in der Arbeit zu duschen. Einfach in der Mittagspause duschen gehen. In der neuen Arbeit nicht mehr so sehr, muss ich sagen, weil das einfach widerliche alte Wohnungsduschräume sind. Schaut einfach wie ein Badezimmer aus in einer kleinen Wohnung in Wien. So eine Gemeindewohnung oder so. Aber in meiner alten Arbeit hatten wir die Pornoduschen. Und die waren richtig geil. Und da ist man in den Keller runtergefallen, in das zweite Untergeschoss, glaube ich sogar. Und die war wunderschön frisch renoviert, riesengroß, vorne so Umkleidebereich. Und dann kam der Pornobereich. Das waren 2 gigantische Duschen. Wirklich gigantös waren die. Gigantös, da konnte man drin herumgehen. Quadratisch, die waren nebeneinander. Und hatten von oben bis unten vorne eine Glastür. Und gegenüber von diesen beiden Duschen waren Handwaschbecken mit gigantischen Spiegeln darüber. Das heißt, wenn du in der Dusche warst, hast du dich ganz Körper gesehen und den in deiner Nachbarkabine auch ganz Körper. War so geil. Also, das waren schon, da hatte ich Momente, wo ich sage, hey, ich mag meinen Körper. Hey, yes, you look good, sir. You look really good. Was dort alles passiert ist, sage ich lieber nicht. Ich habe mit einem anderen Kollegen gesprochen und ich war so, okay. Und da heißt es, die Schwulen sind die Schlimmen. Nö, sind sie nicht. Entschuldigung, Lampe. Die Heten, das sind die Perversen. Und da hat es mir das Handtuch geschenkt. Das ist ein schönes, kleines, praktisches und mit dem bin ich dann dort immer duschen gegangen. Und tatsächlich ist das ausgereicht, um mich halbwegs zu trocknen. Jetzt allerdings trockne ich mich nicht mehr damit ab, ich trockne meine Badewanne damit ab. Nachdem mein Freund eigentlich immer, ich habe das eh schon mal erzählt, seine Duschkabine trocken wischt. Und vielleicht machen das alle, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es normal. Mir hat das niemand gesagt, dass es normal ist. Ich dachte, Wasser trocknet einfach. Wollte ich jetzt auch damit beginnen? Ich habe damit begonnen, ich habe es wieder sein lassen und ich will jetzt wieder damit beginnen. Jedes Mal nach dem Duschen oder Baden einfach alles abzuwischen. Und dafür habe ich dieses kleine Handtuch erkoren, weil ich das dann schön auf den Trockenbereich aufhängen kann. So, das hänge ich jetzt über eine Tür drüber. Da habe ich keine Tür mehr, da hängt zu viel drüber. Fuck. So. Loser. Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Kennt ihr das, wenn ihr Bettwäsche aufhängt und dann wollt ihr es ausschütteln oder irgendwo drüber hängen und dann purzelt plötzlich noch alles Mögliche raus, was sich drin verfangen hat? Und ich frage mich dann, ist das aber auch sauber worden oder war das die ganze Zeit in der Wäsche drinnen und ist nur das Äußere sauber worden, nicht das Drinnere? I don't know. I know nothing. So. Wäsche. Oh no. Das ist mir übrigens auch gerade gekommen, weil ich Hüdel Stream nebenbei geschaut habe vorher während dem Essen und der einfach die geilsten Soundcommands hat und Osman auch. Und ich bin so blöd und so unkreativ für sowas. Aber ich bin immer ein TikTok-süchtig und habe überlegt, ob ich mir jetzt die neuesten Sounds, die ich selber so gern habe, als Commands einfach nehme. Es passen viele und ich kenne sie ja dann auch, das heißt, ich kann auch drauf reagieren. Wenn sie jemand einfach nur so einlöst und dann irgendein Gesicht dazu machen oder irgendwas dazu sagen oder whatever. Oder es passt auch einfach im Idealfall zur Situation. Aber ja, vielleicht mache ich das. Nachdem es Twitch auch am PC gibt, kann ich das einfach immer öffnen. Ich speichere die ja eh ab und kann die aufnehmen. Vor allem mein Speichersystem auf Twitch funktioniert so, dass ich die Sachen abspeichere, die ich selber benutzen will. Und ich gehe davon aus, dass es jeder so macht. Und sobald ich sie benutzt habe, entspeichere ich das Ganze wieder, damit ich dort nicht alles vollgemüllt habe und suchen muss.
Das heißt, es ist einfach nur mein Zwischenlager und nicht so wie auf Social Media, ah, Dinge, die ich unbedingt speichern will, weil sie so toll sind und wieder anschauen will. Nein, egoistische Gründe. Mich interessiert nicht, dass du das machst. Mich interessiert einfach nur, dass ich es dir klauen kann. Darum geht's. Ja, die Wahrheit hinter TikTok bei mir. So, das wird alles gebügelt. Die Hose wird nicht gebügelt. Das kommt in das erste Fach oben rein. Chip, chip, chip. Und jetzt weiß ich noch nicht, was ich schaue. Entweder schaue ich Osman, aber im Nische habe ich selber schon gespielt und es ist so. War nicht so geil zum Zuschauen, glaube ich. Und ich glaube, also Stream schaue ich gerne, während Bilder bearbeiten, da kann ich ein bisschen interagieren. Aber während dem Bügeln will ich nicht abgelenkt werden. Das heißt, ich möchte nicht plötzlich zum Computer rennen und in den Chat reintippen oder so. Deswegen werde ich mir, glaube ich, wirklich einfach eine Serie auflegen. So, die Socken traue ich mir nicht runterzunehmen. Die muss ich vom Wäscheständer machen. Das ist eine der größten Aufgaben. Ich darf keine losen Socken mehr in den Kleiderschrank geben. Sobald die hier hängen, müssen sie hier schon Paare gründen. Oder ich muss die losen raussuchen aus dem Schrank, die jetzt auch einen extra Platz haben, nicht mehr in der Sockenlade nämlich. Und muss sie gleich zu Pärchen machen. Ja. Da gibt es kein Aufschieben mehr. So, das hängt alles, das steht alles. Die Socken nehme ich mal nachher vor. Oder nehme ich es mal jetzt vor? Nehme ich es mal jetzt vor. Komm, nicht mehr aufschieben. Jetzt bin ich noch halbwegs motiviert. Die passen. Du bist überhaupt Unterwäsche. Was tust du hier? Die passen auch. Das Schlimmste ist, ich kann nie die Socken von mir und meinem Freund unterscheiden. Das heißt, er muss dann immer wieder alle heiligen Zeiten den Sockenstapel durchgehen und sich seine raussuchen. Ich erkenne den Unterschied nicht. I don't know. Wir haben beide schwarze von Puma oder so und die gehören ihm, die gehören mir. Und ich bin so, keine Ahnung, was du von mir willst. Back off. Vor allem mit meinem vorvorletzten Ex. Der letzte war Michi, der vorletzte war Andi, der vorvorletzte war Ruppi. Ja. Mit Ruppi habe ich mir einen Kleiderschrank geteilt und das war so cool. Vor allem er hat beim Zara gearbeitet und hat die coolsten Klamotten mitgenommen, weil A, er hat die Dienstklamotten immer bekommen und B, wir haben einen super Rabatt gekriegt, weil er hat einfach die Sachen, die wir wollten, ins Lager gebracht, hat dort die so lange versteckt, bis Sale war und dann haben wir die ganz, 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 ganz billig gekauft. Ja, die Sockengeschichte. Das einzige Problem war dann nur, als wir uns getrennt haben, hatte ich nichts mehr. Dadurch, dass ich einen wahnsinnig schlechten Modegeschmack eigentlich habe und er einen guten und er auch die neuen und coolen Klamotten hatte und wir in weiterster Folge nur mehr einen Kleiderschrank hatten, war alles in diesem Kleiderschrank seins, da wir meine Sachen mit der Zeit aussortiert haben. Jo. Bedeutet, als ich mich von ihm getrennt, oder als er sich von mir getrennt hat eigentlich, bin ich wirklich ohne mein letztes Hemd da gestanden. Ich hatte nichts. Musste mir dann alles neu kaufen, was super zart war, was super ins Geld gegangen ist. Also das ist das Schlimmste, glaube ich, an Trennungen. So kalt, wie das auch klingt. Es sind die Moneten. Ich habe auch ein halbes Jahr, bevor wir uns getrennt haben, meine Wohnung aufgegeben. Und meine Möbel und alles. Ich habe das voll möbliert übergeben. Und da eine Kaution wieder zusammen zu kratzen für eine neue Wohnung und Möbel und dann hier in dem Fall auch die Klamotten, das kostet einen ein Vermögen. So haben sich auch meine ersten Schulden eigentlich angehäuft immer. Ja? Das waren hauptsächlich die Umzüge und die Trennungen. Weil sich einfach viel, viel angehäuft hat. Ja. Und jetzt habe ich genug Klamotten. Also ich habe jetzt so viele Klamotten, dass ich sicher zwei Trennungen gut überstehen würde. Zumindest angezogen überstehen würde und nicht nackt. Wie es damals war. So. Irgendwie werden die Pärchen weniger. Das macht mir Angst. Oh Gott. Lauft sie auch noch mit solchen Zaus rum? Ich hatte die als Kind. Und ich habe sie vergöttert. Vergöttert habe ich die Dinger. Nüsschen hat mir dann mal welche geschenkt während den Stückproben, während den Theaterproben.
damit ich nicht immer rumflutsche, und Schuhe wollte ich nicht anziehen im Proberaum. Ich glaube, keiner. Ich glaube, das hat nur Ribbit angehabt. Die haben aber auch Ewigkeiten kalten dann. Die hatte ich sicher 7, 8 Jahre. Dann sind es irgendwann hin worden. Jetzt habe ich mir selber welche gekauft und die halten einfach nicht mehr. Absurd. Absolut absurd, dass die so schnell hin werden. Aber ich mag die echt gerne. Jetzt habe ich aber auch beim Thalia? Oh ja, beim Thalia gesehen, als ich dunkle Stofffarben für das Hades-Kostüm von Redcock gesucht habe, dass es diese Noppen als Flüssigkeit zu kaufen gibt zum selber basteln. Oh Gott, ich dachte gerade, was kitzelt mich am Kinn? Eine Spinne? Nein, das Mikrofon. Jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich mir diese Flüssigkeit kaufen soll und mir einfach meine eigenen Anti-Rutsch-Socken herstellen soll. Nämlich mit allen Socken, die ich gern habe. Ich bin nicht mehr gebunden an diese geringe Auswahl. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich dachte mir, nö, das Geld muss ich jetzt nicht für das raushauen. Ich weiß noch nicht, ob das so gescheit war oder ob ich es bereue. Gut, es ist soweit. Wir haben Socken über. Alarm! Alarm! Wir haben Socken über. Scheiße. So, einmal Tommy Hilfiger, einmal auch Tommy Hilfiger, aber andere, glaube ich. Die haben den Rand oben. Die können sich ja mal freuen. Ich habe keine Tommy Hilfiger. Oh, warte mal, seid ihr das gleiche? Nein, ihr gehört zusammen und die gehören fix, mein Freund. So, einmal Calvin Klein, einmal die Dinger, die gehören mir und einmal das. Das heißt, Schrank, man bringe mir die losen Socken. Wo sind die losen Socken? Anscheinend habe ich keine mehr. Gut, Glückwunsch. Ihr seid die neuen losen Socken. Wie die verlorenen Kinder. Ihr habt gerade eine Community gegründet. So. Jetzt kommt es noch rein. Casual-Klamotten, die ich zu Hause anziehe, ganz oben im Schrank. Ah. Oh, verdammt, die Unterwäsche wollte ich doch zusammenrollen. God damn it. Wir rollen Unterwäsche. Tschack, tschack. So. Damit alles seine Form hat und seinen Platz hat und nicht einfach wo reinkaut wird. Ich bügel es eh schon nicht. Mein Freund bügelt ja absolut alles, ohne Ausnahme. Jedes Küchentuch, Bettwäsche, Unterwäsche, jeden Socken, alles. Wenn ich das mache, also nein, die Antwort ist einfach nein. Dafür rolle ich es zusammen. Und da sind rote Flecken drauf. Und ich weiß nicht wie. Ich glaube, da ist Bleiche dran kommen. Was mich ein bisschen traurig macht, weil diese Boxmanswear-Dinger sind gar nicht so billig. Ich habe überlegt, ob ich statt T-Shirts, so kann ich euch so stellen, dass ihr mich auch mal wieder seht. Ja, ihr verpasst jetzt nicht so viel, wenn ihr mein Gefräß nicht seht, aber wäre halt schon geil, ne? Ja, so geht's. Ich habe überlegt, statt T-Shirts als Merch Unterwäsche zu verkaufen. Ich fände das so geil. Ich habe auch schon ein bisschen auf Alibaba und so geschaut. Ich finde aber nichts, wo man so über Prototypen sein Logo oder so drüber hauen kann. Ich würde das so hart feiern. Es würde halt voll zu mir passen. Und ich denke mir halt, Unterwäsche kann man immer brauchen. Unterwäsche geht einfach immer. Ich muss noch mal schauen. Ich darf diese Suche einfach nicht aufgeben. Irgendwann werde ich irgendwen kennen, der irgendwen kennt, der in China oder wo oder Indien, ich weiß es nicht, so eine Firma hat. Und dann kommt der Großhandel hier, ja. Dann gibt es nur noch Isaco-Unterwäsche. Geiler Scheiß. Und ich bin selber Unterwäschemodel für mich. Für mich! For me! Tschack, tschack. Oh Gott, das Teil ist so hässlich. Ich weiß, ja, das ist so wie Opa-Feinripp-Kacke. Es ist so toll. Ich könnte euch ein Video zeigen, aber das darf ich hier nicht. Es ist so toll, und zwar aus dem einen Grund. Erstens ist es sehr frei und zweitens, vorne ist es so genäht, dass es wirklich bis nach hinten abschließt und dir einfach nichts rauskommt. Es quetscht sich einfach nichts raus.
Das ist mega und es ist mega, mega, mega elastisch. Und es gibt sie leider nur in diesem hässlichen Muster, in diesem, ist nicht mal, ja, Feinripp, es schaut aus wie Feinripp, aber es ist kein Feinripp. Und ich habe es jetzt in jeder Farbe bestellt. Es ist tatsächlich einfach von AliExpress. Ich habe es in jeder erdenklichen Farbe bestellt, die sie haben, weil es einfach so toll ist. Es sitzt alles, wie es sitzen soll. Und es ist schwer. Männerunterwäsche ist nicht leicht, gute zu kriegen. So, das gehört noch mein Freund. Ach ja, ihr seht es hier in meinem Schlafzimmer rein. Hier ist seit dem letzten Video, wo ich aufgeräumt habe, war das gestern? Ich weiß es nicht. Nichts passiert. Ich habe einfach sehr viele Sachen hier reingehaut und reingeschmissen, reingeworfen, versteckt. Und das ist nicht so gut. Also es liegt alles ist am Bett verstreut. Ich bin noch nicht zu diesem Raum gekommen. So. Also Licht aus. Das ist das Einzige, was man tun kann. Jetzt gehen wir bügeln. Okay, ich bin drauf gekommen, ich sollte vielleicht auch noch meine Beetlejuice-Perücke stylen. Die war eine relativ lange Wig, habe ich auf Instagram gepostet. Und ich habe sie ein bisschen asymmetrisch geschrieben. Nämlich auf einer Seite habe ich sie länger, auf der anderen ein bisschen kürzer. Aber ich denke, das kann einen recht coolen Effekt haben. Ob es das wirklich hat, werden wir sehen. So. Okay, ich mache das doch nicht mit Kameraspiegel. Ich hole euch zu dem ran. Schau. Ich muss euch nur noch so stellen, dass ihr den Spiegel auch seht. Schmutzwäscheberg, weg, weg mit dir. So. Okay, das passt dir trotzdem nicht. Viel besser. Okay. Gut, bürsten wir mal durch. Puh, ausgebürstet ist es immer noch sehr lang. Aber ich will auch nicht die klassische Beetlejuice-Frisur machen, also meh. Nein, ich werde sie trotzdem gleich schneiden. Weil wenn ich das jetzt mit Topieren anfange, ist das absurd. Es ist so viel Haar einfach. Wie lange habe ich es circa? Ja, bis zur Schulter runter. I've been lost.
patiently wait here. If every note is my last, light a fire, strike a match. Tomorrow comes, my voice is lost. At least I'll have had one more song. One more note, one more breath, one more go is all I get this time around. This time around. This time. This time around. So. Ich bin Einstein. Sie ist ein bisschen auftopiert. Wie gesagt, ich will sie nicht komplett wegstehend haben. Also dieses Einstein auftopieren ist okay für mich. Soll es noch gut ausschauen. Okay, auf der Kamera gerade nicht. Im Spiegel schaut es gut aus. So, und wir haben hier getrocknetes Moos. Das kommt dann auch in die Haare. Haarspray ist sowieso sprühkleber, ja. Besser für Wicks und mit ganz viel heißer Luft, mit ganz geringer Kraft fixieren. So! Es schaut nicht aus wie Beetlejuice, es schaut aus wie eine Waldelfe. Wie eine Nymphe oder so. I don't care. Soll ich mal den Anzug anprobieren? Ich probiere mal den Anzug an. Moment. Moment. Der ist von Oppos Suits. Da habe ich schon einmal einen bestellt. Für ein Theaterstück, das wir nicht aufgeführt haben. Für. Na? Adventure Time? Adventure Time. Da habe ich einen pinken Anzug bestellt. Weil Schwein. Und die haben eine Krawatte dabei. Die eigentlich relativ nice ist. Und sonst sind sie halt so semi von der Qualität. Also für ein Cosplay gut. Für einen normalen Anzug katastrophal natürlich. Ja. So. Ich mach das mal. Ich nehme die Wig kurz ab. Mit dem Pulli. Das ist ein bisschen blöd. Okay.
glaube, das ist cool. Mit Make-up dazu, weiß und lila noch. Bisschen mehr Moos, bisschen mehr Schimmer. Schimmer rettet alles, das geht. Die Wig schaut jetzt sehr unspektakulär gerade aus, aber die ist halt echt viel geschnitten und auftopiert. Also die war schon flach vorher. Und ich will sie nicht wegstehend auftopieren, glaube ich. I don't want that. Do I want that? I don't know. Aber ich will mitzureden, Head Kitty wird das dann eher am Sonntag wahrscheinlich hin und her zupfen, wie es ihr gefällt. Wenn ich sie wirklich aufstellen will wie Beetlejuice, muss ich sie viel kürzer schneiden. Und de facto ausdünnen. So der Cutie Wig. Und dann ist sie tot, dann ist sie für immer verloren. Ich finde, wenn ich es halt so mache, wenn ich einfach nur die Sachen in die Höhe tue, dann schaut es einfach ungewollt aus. Dann schaut es aus, als ob ich es irgendwie so machen wollte wie das Original, aber ich habe es nicht hingekriegt. Ich entscheide am Sonntag, wenn ich das Make-up oben habe. Ich bin hier plötzlich drin. Ich glaube, mit Make-up sehe ich dann, wie ich es wirklich haben will. Kitty hat vorher angerufen, die waren beim Ikea und haben die Kisten mitgenommen, die ich unbedingt haben wollte. Die mein Freund nicht kaufen konnte, weil er wieder in Niederösterreich draußen ist, auch heute schon. Das heißt, ich kann endlich Klamotten in Kisten geben und auf den Dachboden stellen und mehr Platz haben und was anderes auch noch. Und die Wohnung ein bisschen ausmisten. Und ich glaube, ich will jetzt nur noch mein Bett frei machen und ein bisschen was zocken und dann schlafen gehen. Also jetzt noch zum Bügeln anfangen, dafür ist es einfach schon zu spät und ich habe so viele Wig gemacht. Den Anzug gefunden. I see achievements there. I see it. Can you see it? I don't know if you can see it. But it's there.